Hallo meine Lieben, ich bin Steffi von Steffis Bastelecke. Ja, ich bin jetzt hingegangen und habe hier soweit alles vorbereitet und möchte euch einmal die neuen Incolor zeigen. Die Incolor 2024 bis 2026. Es sind so wunderschöne Farben. Die machen richtig Lust auf Sommer, beziehungsweise wir haben ja zurzeit Sommer. Wir haben 27 Grad, strahlend blauen Himmel. Da passen die Farben wunderschön da rein. Dazu, die sind quasi auf das Wetter abgestimmt. Also mir gefallen die richtig, richtig gut. Du kannst mir mal in die Kommentare reinschreiben, wie dir die Farben so gefallen. Und ja, ich werde die euch einmal aufstempeln. Wie gesagt, die Stempel gibt es, dann gibt es noch passende Nachfüller. Das muss ich mir aber auch alles nach und nach kaufen. Dann gibt es noch Stampin' Write Marker, die habe ich auch noch nicht. Aber die gibt es auch eben in den passenden In-Color-Farben und ja, Designerpapier. Das werde ich euch auch einmal zeigen. Hier stempel ich euch jetzt einmal die Farben auf und wir fangen mit dem Basic Beige einmal an. Und bevor ich das mache, zeige ich euch einmal, wie ich meine Stempelkissen, ja, beschrifte, wollte ich gerade sagen. Hier hinten gibt es immer so ein Farbfenster. Jetzt muss ich einmal gucken, wo ich das anlupfen kann. Genau, dann kann man das einmal mit der Pinzette abziehen. Hier steht der Name, ich weiß nicht, das sieht man jetzt bei der Farbe nicht so gut. Nehmen wir dann einmal die neue In-Color-Farbe, die zeige ich euch gleich auch. Da steht der Name drauf in verschiedenen Sprachen und dann habt ihr noch ein komplettes Farbfeld. So, und dann nehme ich jetzt einfach mal hier das Beige und zuallererst den Farbstreifen, da steht noch nichts drauf, denn ich gehe hin und klebe mir die auch innen rein. Und wenn die neu sind, da sind die noch gut stramm zu. Dann nehme ich mir den Streifen und klebe mir den hoffentlich, wie gesagt, Vorführeffekt, wisst ihr ja, bei mir sowieso. Dann klebe ich mir den hier rein, drücke mir den hier einmal fest. Damit, wenn ich mehrere Stempelkissen offen habe, auch sehe, welche Farbe ich hier quasi habe. Ja, so sehen die von innen aus. Und dann gehe ich hin, nehme mir dann genau mal. Doch, ich wollte gerade sagen. Entweder macht man das komplett ab, du kannst das jetzt komplett abmachen, du kannst das auch dran lassen. Und dann gehe ich hin. Hier steht jetzt Basic Beige drauf oder Basic Beige. Und dann nehme ich mir das Stempelkissen und klebe mir die hier vorne dran. In der Hoffnung, dass es natürlich gerade ist und mittig. Und ja, wenn ich die nämlich einsortiert habe, damit ich dann sehe, ohne den Stapel auseinanderzunehmen oder eben alle rauszuziehen, um zu gucken, welches Stempelkissen das ist, dann sehe ich direkt, okay, das ist ist beige und dann nehme ich mir das raus. Ja, so mache ich das bei mir. Ich zuppel das ehrlich gesagt immer ab, damit auch nichts, da ist noch einer drauf. So mache ich das, macht jeder anders. Und jetzt wollen wir einmal stempeln. Ich habe mir jetzt hier einen Stempel genommen. Riesenfarbklecks. Und den stempel ich dann einmal hier auf. Und dadurch, dass der Stempel doch nicht sauber war, obwohl ich da gerade schon einmal drüber gegangen bin, in meine Schrubberkiste, werden wir das, wie gesagt, das ist der Vorführeffekt, wobei der so einen rosa Unterton hat. sieht auch nicht schlecht aus. Testen wir nochmal. Ihr wisst ja, der ist immer noch nicht komplett sauber. Gut, ich denke mal, das wird auch die rötlichen Farbtöne, die sind sowieso sehr dominant. Ich den einmal, ich gehe auch immer in den Stempel, das dann nochmal so ab.
Ihr wisst ja, ich lasse die Videos so. Ich gehe da jetzt nicht hin und höre auf oder schneide oder wie auch immer. Das machen wir zusammen. Kann ja jedem passieren. Jetzt nehmen wir nochmal die Farbe und hoffen, dass das jetzt da. Wir haben zwar noch einen dezenten Unterton oder ich gucke mal eben einen anderen Stempel. Testen wir einfach mal. Ich suche eben einen raus und dann bin ich wieder da. Also gehe ich doch hin und schneide, aber nur weil ich eben suchen muss und ihr jetzt nicht 5 Stunden hören wollt, wie ich am Kramen bin. Da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt hier einen Stempel nochmal genommen. Gehe hier rein. Und stempel mir den jetzt hier neben. Und siehe da. So sieht das einmal aus. Ein Unterschied, obwohl mir das auch gefällt. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Seht ihr mal, so experimentiert man hier. Ja, das ist beige. So sieht das einmal aus. Stempel sauber machen. Nochmal abstempeln. Damit auch für die nächste Farbe. Ja, alles sauber ist. So, jetzt gehe ich hin und lege die euch einmal hier hin, damit ihr die auch mal seht. Ich die so nebeneinander und jetzt sagt mir, wie ihr die findet. Also das schreit doch nach Frühling, nach Sommer, oder sehe ich das verkehrt? Also ich finde die wirklich wunderschön. Diese Farbe nennt sich hier Pfirsichcreme, Rosé, Petunienpink, Südseesommer und Glücksgrün. Ist doch schön, oder? Also mir gefallen die wirklich super gut. Ich lege die jetzt einmal hin. Und ja, dann werde ich dann hingehen und die Papiere dazu zeigen. Dann mache ich das aber auch bei dem Beige. Das ist die Farbe, hier der Farbkarton. Und ja, das sieht super aus, ne? Also das passt perfekt. Und jetzt kommen wir zu Pfirsichcreme. Die sieht so aus. Und jetzt stempeln wir einmal. Das mache ich gleich alleine. Ich habe euch das jetzt einmal gezeigt, wie ich das so beklebe, damit ich das auch alles wiederfinde. Und hier, wow, die knallt aber ordentlich. Jetzt gerade sieht die so ein bisschen aus wie Kürbisgelb, würde ich sagen. Ich meine, das dauert ja sowieso, bis die, wenn die getrocknet sind, ne? Aber so sehen die Farben einmal aus. Ja, finde ich wunderschön. So, dann machen wir weiter mit Rosé. Du kommst mal hier auf die Seite. Ja, das ist, wenn man hier nicht so viel Platz hat, dann muss man immer gucken, wie man das alle macht. Stempel wieder sauber machen. Und jetzt nehmen wir einmal Rosé. Stempeln uns das hier hin. Wow, das ist auch eine richtig schöne Farbe. Und immer gucken, dass die, weil manche Stempelkissen, da denkst du jetzt, die werden zu, aber die noch einmal richtig zudrücken, damit die uns auch nicht austrocknen und ja, wir dann noch lange Spaß dran haben. Ja, dann legen wir hier einmal den Farbkarton daneben. Wunderschön, auch diese Kombi finde ich mega. Also ich meine, wer mich kennt, weiß, ich bin ein farbenfroher Mensch. Ich schminke mich auch so. Also es gibt wirklich Tage, da schminke ich mich so bunt. Mein Sohn nennt mich nicht umsonst, ich bin ein Paradiesvogel.
Also wie gesagt, die Farben finde ich einfach mega. So, weitermachen wir mit Petunienpink. Einmal in den Farbkarton raussuchen. Die Farbe finde ich mega. Also das ist kein Lila, das ist kein Pink, das ist so eine Mischung halt, ne? Obwohl ich finde, die wirkt hier ein wenig lilaner als es ist. Ich weiß es nicht. Muss ich mir angucken. Auf jeden Fall ist das eine Mischung zwischen Lila und Pink, aber eher in Richtung oder Rosa, so in diese Richtung. Genau, die stempeln wir jetzt auch einmal auf. Stempelkissen fertig machen, Stempel einmal abstempeln. Ihr habt ja gesehen, sonst ja, kommen die Farben nicht so rüber, wie sie eigentlich sind. Oh, das sieht schon mega aus. Boah, voll der bärige Ton. Also da würde ich jetzt auch sagen, das wäre Sommerbeere. Also seht ihr, ne, die Farben, die passen einfach alle wunderbar zusammen. Auch diese Kombi finde ich einfach mega. Ihr seht, ich bin geflasht. Ich finde die einfach toll. Und das passt einfach alles zusammen. Und das finde ich auch eben das Schöne an Stampin' Up. Da passt ja wirklich alles zusammen. Vom Farbkleckser bis zum Steinchen über das Papier. Das passt einfach alles zusammen und sieht immer toll aus. So, weitermachen wir jetzt mit Südseesommer. Hole ich einmal das Papier, das sieht so aus. Das ist auch so eine Mischung zwischen Türkis und ja, ich kann es gar nicht beschreiben. In meinem Display sieht das jetzt auch knalliger aus. Wir werden es sehen. Wenn nicht, machen wir dann noch mal. Dann gehe ich mal raus ans Tageslicht. Eben meinen Stempel reinigen. Jetzt muss ich natürlich gucken, weil vorher waren ja die rötlichen Töne. Die wollen wir ja nicht haben. Gehen wir hier rein. Oh, auch einmal, zweimal reingedippt und dann hast du so eine Farbabgabe. Jo, sieht auch wunderschön aus. Was sieht man da drin? Bermuda-Blau, was wir hatten. Oder ja, müsste ich mal gucken. Auf jeden Fall finde ich das mega, wie ich das schon ein paar Mal. Ich komme gar nicht da raus. Also, tut mir leid, wenn ich das so oft sage, aber ich finde die Farben einfach wirklich super schön. So, und jetzt das Beste kommt zum Schluss. Also kommt unser Glücksgrün. Das sieht so einmal aus. Und das stempeln wir natürlich auch einmal ab. Stempel sauber gemacht. Und dann kommt unsere letzte Farbe. Die ist auch richtig schön knallig. Haben wir die einmal im Vergleich. So sieht's aus. Ja, sagt mir mal, wie ihr die Farben findet. Also auch wenn ich das jetzt hier so zusammen sehe, ne? Also wirklich, wirklich toll. Kann ich mich gar nicht dran satt sehen. So, jetzt kommen die aber trotzdem einmal weg, auch wenn sie schön sind. Jetzt kommen wir zu dem letzten Teil, zu dem Designerpapier. Und da schauen wir mal. Also sieht das einmal aus. Da haben wir wie viele Blätter von? Hier. Vier Blätter jeweils von. Genau, das ist einmal die Vorderseite. Kann man das überhaupt erkennen? Also ich erkenne das schwer. Oder schlecht. Na, und jetzt drehe ich einmal um.
Und so sieht die Rückseite aus. Dann haben wir hier einmal Streifen. Na, das möchte auch nicht. Und die Rückseite, oh, schön mit Blätter. Sieht so aus. Dann haben wir alles, wie gesagt, in demselben Look, aber eben die unterschiedlichen Farbkombis. Und da finde ich auch, da kommt auch jedes Muster, obwohl das überall gleich ist oder in den unterschiedlichen Farben, aber gleich, das kommt anders rüber, wie ich finde. Na, so. Ja, das gefällt mir auch super gut. Hier einmal und so die Streifen und die Blätter. Also auch das ist eine wunderschöne Kombi. So, und jetzt haben wir hier schon wieder nicht dasselbe Muster, aber trotzdem finde ich, kommt halt anders rüber. Jedes ist schön auf der eigenen Art. Hier haben wir die Streifen. Und hier nochmal die Blätter. So, und zu guter Letzt haben wir hier Rosé. Und die Blättchen. Ja, das war oder das sind die neuen Incolor-Farben. Jetzt müsste ich das sortieren, damit das auch schön aussieht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du hingehst und mir in die Kommentare mal schreibst, wie dir die neuen Incolor-Farben gefallen, wie du die findest. Und ja, wenn du sonst irgendwelche Fragen hast oder so, stell sie mir gerne. Ich beantworte sie gerne. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne kreative Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!